4 Grad Celsius, 87 Grad relative Luftfeuchtigkeit und die Festpartikeln aus diesem Rauchfang führen nicht zu einer Nachkondensierung, sondern die Dämpfe, die Festpartikeln gehen schön auseinander, verteilen sich, die Dichte sinkt, bis es dann schließlich unsichtbar wird. So viel als Vergleich mit Abgasen, Luftfeuchtigkeit, Festpartikeln aus den Triebwerken, die das sogenannte Chemtrailing durchführen, die absolut nichts mit Kondensstreifen zu tun haben. So, am Rande heute noch, das oben, das sind alles Eiskristalle diesmal, gell? Das sind 100%ige Minusgrade, also flüssiges Wasser wird es nicht sein. Ja? Alles Eiskristalle diesmal. Ja? Also wenn man in den Sommermonaten behauptet hat, das wären Eiskristalle, dann kann man jetzt die Färbung, ja, und die Dichte der Verfärbung quasi vergleichen. Ja? Also das sind jetzt da evident eisförmige Wasseranteile. Ja? Und oberhalb natürlich die Stäube. Egal jetzt da, wovon die Stäube bestehen, aber oberhalb sind Stäube. Sonst wird die Wolkerei, die Wolken einfach nicht darunter so im Schach gehalten werden. Ja? Wo dahinter zum Beispiel nunmehr weniger Aerosole vorhanden sind und man sieht, was dann die Folge ist.